Guten Morgen aus dem Paradies. Bei mir ist es jetzt gerade 8:30. Bin hier wieder in meinem Frühstückskaffee. Das ist mega genial. Und es ist mir gerade in den Sinn gekommen, ein kleines Teaching, das ich euch geben möchte über, wenn du Angst bekommst. Wenn du Angst bekommst, dann machst du Dinge, die eben genau entgegen dem sind, was du gerne hättest, was du gerne manifestieren möchtest. Und wir haben so bekannte Muster, die wir durchlaufen, wenn wir Angst bekommen. Und vor allem, was machen wir, wenn wir Angst bekommen? Wenn wir Angst bekommen, suchen wir Schutz. Und wo suchen wir Schutz? Bei anderen Menschen. Ja, und dieser Schutz ist natürlich nicht stabil, dieser Schutz ist fake, dieser Schutz schützt uns auch davor, das zu manifestieren, was wir haben möchten. Wie sieht das aus? Was machst du, wenn du Angst bekommst? Du suchst jemanden, der deiner Meinung ist, du suchst jemanden, der dich bestätigt, du suchst jemanden, der dir sagt, dass du in Ordnung bist. Und das Ding ist, das wird dir nichts nützen, wenn du nicht weißt, dass du in Ordnung bist, dass du sowieso in Ordnung bist, dass du immer in Ordnung bist. Egal, was da passiert da draußen, egal, was da passiert emotional in dir, du bist immer in Ordnung. Und das wird dir niemand bestätigen können, auch niemand im Außen. Und du wirst es nicht glauben und du hast es wahrscheinlich schon ganz oft auch erlebt. Du hast Schutz gesucht, bist wohin gelaufen zu jemandem und ja, was war dann? Es war eine kurze Erleichterung. Wie ein Medikament, wie ein Joint, wie Alkohol, das du trinkst. Es erleichtert dich kurz. Und wenn du Angst bekommst und dich dann bei anderen Leuten versteckst, mit anderen Leuten verklüngelst, dann steckst du fest. Und das ist eine von der unangenehmsten Wahrheiten, weil die meisten Leute suchen dann Schutz bei ihresgleichen, die genau gleich gestrickt sind, die genau gleich funktionieren, die genau gleich die gleichen Ansichten haben, die genau gleich ihr Leben leben. Und dann fühlst du dich bestätigt. Und dann ist die Angst kurz mal gelindert. Kurz mal. Aber sie ist nicht weg. Und sie wird jederzeit wieder aufwachen, wenn du nicht für dich erkennst, dass Angst durch ein falsches Denken, durch falsche Ansichten, durch falsche Überzeugungen, durch falsche Rückschlüsse entstehen. Und sie sind immer so gerichtet, dass dir eingetrichtert wird, dass du dir selber eintrichterst. Irgendetwas ist nicht gut genug mit dir, irgendetwas ist falsch mit dir, du gehörst bestraft oder du sollst dich schämen. Das ist so ein klassischer Prozess. Und das klassische Modell, wie wir damit umgehen, hält uns genau dort. Und wenn du aber erkennst, dass diese Angst, die du hast, hausgemacht ist, selbstgemacht ist und eben genau da im Selbst, bei dir selbst aufgelöst werden muss und dass du zu Leuten gehen musst, die das erkennen und die das können und die dich diesbezüglich unterstützen können, das ist ein Game Changer. Das ist der absolute Game Changer. Aber solange du dieses alte Muster fährst, wird sich nichts Grundlegendes ändern. Du wirst immer Angst haben. Du musst immer dich verstecken. Du wirst immer irgendwie dich schämen. Du wirst immer wieder irgendwie das Gefühl haben, du bist nicht gut genug oder du bist falsch oder du bist ein Fehler. Und das Erste, was hilft, ist Verständnis dieses Konzeptes. Verständnis zu verstehen, was mache ich denn, wenn ich Angst habe? Was ist meine erste Reaktion? Wo flüchte ich denn hin? Wo kämpfe ich denn rum? Und dass du dann erkennst, okay, das bringt
mich nirgendwo hin. Ich kann nicht gegen die Angst kämpfen. Ich kann sie nicht abstellen. Ich kann mich nicht sicher fühlen, indem ich irgendetwas im Außen mit Substanzen oder mit anderen Leuten tue, die mich beruhigen. Und viel wird über zentrales Nervensystem regulieren gesprochen. Es geht darum, deine Gedanken zu regulieren. Es geht darum, deinen Mindset zu regulieren. Und dann reguliert sich dein ganzes Nervensystem. Aber du kannst das Pferd nicht vom Schwanz aufziehen, sondern es geht wirklich darum, dass du hundertprozentig erkennst, was du tust, dass du erkennst, was sind deine Muster, dass du erkennst, was sind meine Programme, was erzähle ich mir über mich und über andere, ohne dass du dich selbst durchschaust. Wirst du nichts transformieren können, da, weil du, was du nicht kennst, im Untergrund weiterarbeitet. Und es gibt keinen Grund, irgendwo eine Angst vor der Angst zu haben. Es gibt keinen Grund, Angst vor sich selber zu haben, Angst vor seinem Denken, Angst vor seinen Ansichten. Es sind Ansichten, es ist ein Denken. Es ist etwas, was ich übernommen habe. Davor muss ich keine Angst haben, aber wenn ich mal wissen will, wie ich funktioniere und mir das nicht gefällt, wie ich funktioniere, muss ich eine Status Quo-Analyse machen. Ich muss schauen, was mache ich denn? Und wenn mich die Angst treibt und ich anfange zu kämpfen, und das heißt nicht mit Fäusten oder irgendwie, sondern das heißt mit Argumenten. Du kennst es vielleicht auch, du argumentierst dich ins Nirvana. Du kommst von Pontius zu Pilatus, du wirst völlig unglaubhaft. Du verdrehst Realitäten, um dich zu retten. Du machst das. Nicht absichtlich, nicht weil du böse bist, sondern weil das deine Art und Weise ist, dich zu sichern. Aber der Effekt ist, wenn du dich so sicherst, wirst du noch viel unsicher, weil du nicht zu dir stehst, weil du irgendwelche Geschichten erzählst, weil du irgendwelches Zeug verdrehst, weil du irgendwelche Standpunkte vertrittst, die dir eigentlich nicht entsprechen. Und das macht dich im Endeffekt noch viel unsicherer, das macht dich im Endeffekt noch viel ängstlicher und es bringt dich nicht zu dir selber zurück. Erst dann, wenn du für dich selber entschieden hast, wer du bist, wie du denkst, wie du über dich denkst, wie du über andere denkst, wie du über die Welt denkst und wie selbsterfüllt du bist. Und dann wirst du sicher, dann wirst du stabil, dann haut dich nicht so schnell um, weil du deine Tools hast, um dich zu regulieren und zwar mental. Und wenn du mental reguliert bist, dann wirst du auch emotional reguliert. Und es funktioniert nur so. Es gibt keinen anderen Weg. Alles andere ist irgendein Bullshit, den dir dein Verstand erzählt und den du schon jahrelang machst, weil es andere gemacht haben, weil du es geerbt hast, aus deiner Ahnenlinie einfach übernommen hast, weil du das so tust, wie die anderen das getan haben. Und dann sind das narzisstische Verhaltensweisen oder die haben alle sogar noch tolle Namen, diese Verhaltensweisen. Aber es sind einfach Bullshit-Verhaltensweisen, fake Verhaltensweisen, die einen kurz mal aus der Angst rausnehmen, um hinterher, wie jede andere Scheißdroge sozusagen, die kurz mal dämpft, noch tiefer dich reinführt. In deine Misere, in deine Angst und du noch mehr Angst kriegst, weil du dich noch mehr verstrickst in irgendwelche Dinge ins Außen, in irgendwelche Menschen im Außen. Und du kennst sicher auch Leute, die Menschen im Außen brauchen, die sie instrumentalisieren, die sie anlocken, die sie versuchen, Lovebombing und diese ganzen Sachen, die du vielleicht aus der narzisstischen Lehre kennst. Da geht es nur darum, irgendwo eine Regulation zu bekommen, um sich ein bisschen besser zu fühlen.
Das ist nie etwas Bösartiges. Es ist etwas Gelerntes. Es ist etwas Antrainiertes. Und das kann man sich abtrainieren. Aber dazu muss ich es erkennen. Dazu musst du sagen, wie gehe ich um, wenn die Angst kommt? Was mache ich? Verstecke ich mich? Schäme ich mich? Versuche ich, irgendwelche Leute zu manipulieren und zu regulieren, sodass sie sich für mich einsetzen und mich unterstützen? Oder bin ich selbst erfüllt? Versuche ich, lieb zu sein? Versuche ich, nett zu sein? Versuche ich, zu gefallen, wenn die Angst kommt, weil ich glaube, dass wenn ich lieb und nett bin und gefalle, dass mich dann die Menschen beschützen. All diese Dinge funktionieren nicht. All diese Dinge gehen in die Hose. Nur wenn du weißt, wer du wirklich bist, wenn du Selbstvertrauen, Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstklarheit hast, wenn du erkennst, glasklar, dass alles hier oben, was da draußen ist, hier oben in deinem Kopf entsteht, in deiner Vorstellung, in deiner Denkweise, musst du diese erst entlarven. Du musst erkennen, was für falschen Verhaltensweisen, Ansichten du aufgesessen bist, um die Dinge zu bekommen, die du möchtest. Und in diesem Sinne, wenn die Angst einhaut, möchtest du Sicherheit haben, möchtest du Unterstützung haben. Und was machst du, damit du das bekommst? Zu wem rennst du? Wo weißt du, wo du hingehst? Wo weißt du, wer dann für dich einsteht? Und dann fühlst du dich wieder schuldig und möchtest diesen Menschen an deiner Seite haben, möchtest, dass er immer da ist und möchtest, dass er dich immer beschützt. Und dafür bist du wieder bereit, alles zu machen und zu geben und zu tun und zu sorgen und zu Lovebomben und so weiter und so fort. Das ist ein abgefucktes Spiel, das keiner mit dir spielt, außer du selber. Das ist ein abgefucktes Spiel, aus Mangel, aus Nichterfülltheit, aus einem falschen Wissen über das, was du bist. Und wenn du da aussteigen willst, musst du dich auf einen Weg begeben. Ich nenne diesen Weg Divine Design Reise. Du musst erkennen, was es heißt, als energetisches Wesen durch Vorstellungskraft, also durch Gedanken, sich selbst zu erschaffen, darin stabil zu sein in diesem Selbst und aus diesem Selbst hinterher im Außen sich eine Welt, ein Universum zu erschaffen, das genau dem entspricht, wer du wirklich bist. Das ist die Aufgabe, dass du das erkennst, dass du dieses Prinzip des Lebens erkennst, dass du das Prinzip des Seins erkennst, dass du dieses Prinzip erkennst und loslässt und nur noch in dein Divine Design reingehst und tatsächlich dir erlaubst, bedingungslos du selbst zu sein. Aber nicht du selbst im Sinne von Persönlichkeit und Psyche und so weiter, sondern dein göttliches Design, an dem nichts falsch ist. Dein Design in höchster Perfektion zu leben, nicht mehr zu denken, dass an dir was falsch ist, nicht zu denken, dass du etwas falsch gemacht hast. Dadurch dich nicht mehr zu schämen, dadurch dich nicht mehr zurückzunehmen, dadurch dich nicht mehr zu manipulieren, dadurch dich nicht mehr als Fußabstreifer behandeln zu lassen, dadurch dich nicht mehr anzubiedern, sondern dadurch zu erkennen, dass all das, was du im Außen haben möchtest, schon da ist, wenn du da bist. Wenn du die Person bist, die das alles schon hat. Aber wenn du die Person bist, die bedürftig ist, die sich anbiedern muss, die anderen gefallen muss, damit sie sich schützen, damit sie sie unterstützen, dann wirst du immer ausgeliefert sein. Dann wirst du immer unstabil sein. Dann wirst du immer Angst haben, dass irgendetwas passiert, was dich destabilisiert. Das sind meine Teachings. Das ist das, was wahrhaftig ist. Das ist das, was du weißt, dass es stimmt. Das ist das, wo du einfach noch nicht weißt, wie du es umsetzen kannst. Und dahingehend sind meine Trainings konzipiert, dass du genau da abgeholt wirst,
wo es für dich jetzt gerade wichtig ist, wo es für dich jetzt gerade notwendig ist. Deine Schmerzpunkte, die trigger ich nicht an. Deine Schmerzpunkte, die hast du. Die sind Beziehung, die sind Geld. Das sind die Number One Schmerzpunkte, wo du immer wieder dich reflektierst und erkennst, dass du nicht gut genug bist. Und mein Anliegen ist es, dass du zuerst verstehst, weil dein logischer Verstand, er will verstehen. Wenn du jemand bist, der nicht einfach annimmt und akzeptiert und sich danach richtet, sondern weiß, es liegt an mir, es bin ich und ich will verstehen, wie ich das bin und ich will verstehen, wie ich das sein kann, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich gut fühle, dass ich in einem Leben, in einem Umfeld lebe, in einer Lebenssituation, die sich super gut anfühlt, dann bist du bei mir richtig. Und hier ist es nichts mit Sandhandschuhen, hier ist nichts mit, wir haben uns alle lieb, hier ist nichts mit Sisterhood, hier ist alles mit Energie. Du bist Energie, du bist die einzige Quelle deiner Energie. Und alles andere ist mentales Management, dass du diese Energie lebst und verkörperst von einer Person, die das lebt und erlebt, was dir gefällt. Und das ist sowas von möglich. Aber es ist ein Prinzip. Und wenn du dich nicht an das Prinzip hältst, wirkt es trotzdem. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Hinterlass mir ein paar Kommentare. Hinterlasse mir Fragen, damit ich weiß, wo du gerade stehst in deinem Leben und dass ich vielleicht da noch mehr Inputs geben kann. Also, viele Grüße und bis ganz bald.